Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei den Dutch Oven Brothers. Mein Name ist Kai und heute zeige ich euch, wie man Rippchen im Dutch Oven macht mit einer ganz besonderen leckeren Soße dazu, und zwar mit einer Rotweinsoße. Und wie das alles geht, zeige ich euch gleich nach unserem Intro. Bevor wir an die Rippchen gehen, müssen wir erstmal alles schnippeln. Dazu kommt dran, hier an den Tisch, ich zeige euch, wie das geht. So, die Paprika habe ich schon mal vorbereitet, wie ihr sehen könnt, schon mal ein bisschen ausgehöhlt. So ist am besten, um eine Paprika auch aufzuschneiden, beziehungsweise dann die besten Ergebnisse zu kriegen und kaum noch Kerne zu haben. So, die werden wir uns erstmal in schöne Ringe schneiden. Durch wie Butter das Messer. Und wenn ihr Bock habt auf dieses Messer, guckt doch mal unten in die Beschreibung rein. Wolfgang Classic Messer. Einfach nur klasse. Wie ihr seid. Und wirklich für jedermann. Wie gesagt, die Messer schneiden einmal frei. Und sind die mittlerweile sehr gut im Brauch. Also bisher noch keine Verluste gemacht. So, die Ringe dann vom Deckel könnt ihr so lassen. Wie gesagt, einfach das Grüne dann rausbrechen. Dann habt ihr dann hier so einen kleinen Schnitt zu machen. Und ja. Dann könnt ihr das so nehmen. Das sollte erstmal für unsere Paprika reichen. So, hier kommen wir nochmal ein Stück. Abschneiden. So. Das waren die Paprika. Kommen wir zu den Zwiebeln. So, kommen wir zu unseren Zwiebeln. Diese werden wir jetzt nochmal schöne Ringe schneiden. Die braucht man nämlich unten im Dutchofen als, Dämmung bzw. Sperre, damit es nicht anbrennt. Ja, ich habe jetzt hier 4-5 Stück. So, und der Rest, was dann noch über ist, wenn der Boden bedeckt ist, werden wir dann noch zwischen die Rippchen stecken. So, ich werde jetzt erstmal die Zwiebeln zu Ende schneiden und hole euch gleich wieder ran, wenn ich fertig bin. So, die Zwiebeln sind nun geschnitten. Die räumen wir ein bisschen beiseite. Jetzt kommen wir noch mit dem Knoblauch dazu, bevor wir dann endgültig ans Fleisch gehen. So, dann werden wir es noch ein bisschen andrücken. So, dann lässt sich ja auch besser polen. Und das Andrücken hat auch den Vorteil, die Aromen werden natürlich gleich freigegeben. Ne? Dann werden wir uns hinten gerade noch das bisschen hier abschneiden. Hinten die Wurzel. Wir werden den auch so lassen. Das Grüne ist auch nicht schlimm, wenn das dabei ist. Das ist ähnlich wie bei so einer Frühlingszwiebel, ist genau wie bei einer Zwiebel. Man hat immer gedacht, das ist irgendwie krebserregend. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich wie so eine Frühlingszwiebel und kann man unbedingt nicht mitessen. Gut, das packen wir erstmal schön beiseite und dann geht's ans Fleisch. So ihr Lieben, jetzt kommen wir mal zu den Rippchen und werden wir jetzt erstmal die Silberhaut dafür entfernen. Was ihr für braucht, ist ein ganz normaler Teelöffel und ein bisschen Zebra gleich, denn die Silberhaut ist manchmal nicht so leicht zu greifen. Ihr könnt die dann folgendermaßen entfernen, hier so ein bisschen drunter fahren, na, wie ihr seht, so ein bisschen anheben. Entfernt die immer, die Silberhaut. So, die Silberhaut ist ein bisschen angelöst, jetzt könnt ihr die abziehen, wie ihr seht. Na, also mit einem Papiertuch habt ihr ein bisschen mehr Grip. Ne? So. Und das machen wir jetzt bei allen Rips, die wir hier liegen haben. Ja, manchmal kann man auch gut mit der Hand packen, wie man, ja, so. Auf jeden Fall machen wir das jetzt mit allen unseren Rippchen, die wir liegen haben, und kommen dann zum Schichten. Und dazu werde ich euch gleich wieder dazu holen. Unsere Spare Rips sind nun bearbeitet, die Silberhaut komplett entfernt, und nun geht's ab an Schichten. Wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr Bock habt auf diese wunderbaren Messer oder auf unsere Gewürze, die wir bei uns in den Videos haben, schaut doch mal unten in die Infobox rein, denn da ist der Link zu den Gewürzen und zu den Messern. Und bei den Messern ist eine tolle Sache, wenn ihr Messer kauft, ein Teil der Einnahmen geht an die Kinderkrebsstiftung in Deutschland, und das finden wir als eine wirklich sehr, sehr tolle Sache. Also nicht für Umwege gekauft, sondern auch was Gutes dabei getan. In der Zwischenzeit werden wir unseren Grill draußen aufheizen, wenn wir hier schichten. Und nun geht's ab, ran an den Topf, kommt mal her.
folgende Gewürze haben wir von der Spice Bar wieder mit am Start. Und zwar hier einmal das Tomatengeheimnis für den tomatigen Geschmack. Wunderbar. Ebenfalls den Zauberstaub, der Alleskönner, muss ich sagen. Und die rauchige Drecksau, um ein Raucharoma mit zu erzeugen, schmeckt auch fantastisch. Alle Gewürze, wie von uns, findet ihr auch im Link unten in der Infobox zur Spice Bar. Checkt es das mal ab. Als erstes werden wir mal unseren Tuff etwas auskleiden mit Speck bzw. Bacon oder Schinken. Na, hier habe ich schönen Schinkenspeck. A, gibt dann noch mal ein bisschen mehr Geschmack und B, man braucht nicht so viel Salz, weil der Schinkenspeck selber wurde ja schon gut mit Salz behandelt zum Räuchern. Ne? So, und das machen wir jetzt nochmal schön ringsrum. Wenn ich fertig bin, hole ich euch wieder dazu. So, unser Topf ist nun geschichtet. Kommen wir mal zu unseren Zwiebeln, die wir jetzt unten schön reinlegen werden. Die Zwiebel gibt natürlich nochmal schönen Geschmack ab und später für die Soße ideal. Darf richtig schön bedeckt sein, ruhig. Ihr solltet da keine Angst haben, denn die verkochen ja so vor sich hin. Also von daher ist das alles gut. Nun kommen wir zu unserer Schichtung, und zwar werden wir jetzt hier schön die Ribs ringsrum machen. Und wenn ihr euch fragt, warum hat er denn keine Leitern? Ja, ich hatte vom Fleischer meines Vertrauens die erstmal gekriegt gehabt, weil er nur die hatte. Ne, ihr Lieben? Und ja, da musste man halt ein bisschen improvisieren. So, dann haben wir hier noch schon schön die Paprika mit zwischenstecken, denn die geben nachher auch noch ein bisschen Wasser ab für eure Ribs. Ne? Also ihr braucht jetzt da auch nicht so überlegen, Mensch, wie mache ich jetzt da am besten die Soße dran oder sowas. Hier habe ich noch ein paar, welche ihr habt zum Glück. Also er hatte gemischt, ne, wie man sehen konnte. Oh mein Gott, kommen wir mit auch zurecht, würde ich sagen. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann werden wir hier noch ein bisschen was auskleiden mit unserer Paprika. Dann schmeißen wir unseren Rest Zwiebeln noch dran. Unsere Knuffis noch anhauen. Die packen wir hier in die Mitte. Eine, da eine, hier eine. Richtig schön Geschmack abgibt. Und das alles kippen wir jetzt noch mit 3 Dosen passierten Tomaten auf. Und ein bisschen Tomatenmädchen rein. Die Dosen könnt ihr dann gleich ausspülen. Schön. Denn so kriegt ihr auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit zusammen. Wasser dazu. Ja, Wasser sucht sicher seinen Weg. Das alles werden wir jetzt noch mit den Gewürzen von der Spice Bar abwürzen. Hier hätten wir die rauchige Drecksau. Da werden wir ein bisschen was drüber wegmachen für den rauchigen Geschmack. Ein bisschen Tomatengeheimnis. Und etwas Zauberstaub. So, und wenn ihr das jetzt alles habt, verschließen wir das alles mit dem Deckel und dann geht's draußen an den Grill weiter. Mein Grill hier neben mir ist jetzt aufgeheizt. Er hat jetzt ungefähr 180 Grad, reicht vollkommen aus, auch bei der Kälte hier bei uns. Und nun werden wir mal das gute Stück, unseren Topf hier auf den Grill packen. Und das braucht so circa 2,5 bis 3 Stunden schön vor sich hin dimpeln lassen, ab und zu mal reingucken, bisschen Flüssigkeit vielleicht nachgeben mit Wasser oder halt Brühe, je nachdem wie ihr es gerne haben möchtet. Jo, und dann heißt es später verkosten. Und da werde ich euch natürlich zuholen, ne? Ganz klar. Unser Grill hat er sich jetzt auf 150 Grad eingepegelt und wie ich am Anfang schon sagte, machen wir eine Rotweinsoße und dann heißt es so schön zum Vino, sage ich Nino. Ich habe hier einen trockenen, ihr könnt nehmen welchen Wein, den ihr wollt. Jetzt gucken wir erstmal drunter, 1,5 Stunden sind jetzt rum und schauen mal, wie es ist, auch mit der Flüssigkeit, ob es reicht oder nicht. Und dann sehen wir auf jeden Fall weiter. Also kommt mal ran, wir schauen jetzt gemeinsam drunter.
So, dann Deckel mal auf. Es riecht schon wunderbar. Dann Deckelchen auf. Herrlich, wie das blubbert. Flüssigkeit ist auch noch gut. Jetzt geben wir unseren Rotwein hinzu. Keine Sorge, der Alkohol da drin verkocht. Ja. Ja, also ich sage mal, trockenen Wein muss man lieben. Mein Fall ist es nicht. Wir machen den Deckel zu und wieder dazu und lassen es weiter köcheln. So ihr Lieben, 3,5 Stunden sind um. Jetzt heißt es unter den Deckel gucken und die leckere Soße gleich machen. Und dann verkosten wir die ganze leckere Geschichte. Es riecht schon mal wunderbar, aber erstmal hole ich euch an, mit unter den Deckel zu gucken. Heben wir mal den Deckel an. Oh, ein fantastischer Geruch, kann ich euch sagen. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, jetzt gehen wir erstmal rein und werden mal schön die Soße anrichten mit dem ganzen Sud, der jetzt da drin ist, auf jeden Fall. So, dann werden wir uns mal die Rippen rausnehmen. Oh, boah, Wahnsinn, das schon zerfällt. So, dabei haben wir schon mal einen, ich habe schon mal so einen Messbecher neben dran gestellt, wo ich dann gleich unten den ganzen Sud mit rausnehmen werde und dann uns die Soße mache dazu. Ach, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich hole dir jetzt noch mal was raus und hole dich gleich dazu, wenn wir die Soße machen. So, kommen wir wie angesagt zur Soße. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Wasser hier dazu zu geben. Nicht mehr viel. So. Dann werden wir noch ein bisschen Paprikapulver dazugeben. Natürlich auch in das Beißbar, logischerweise. Dann ein bisschen Pfeffer, Grand Noir und ein bisschen Salz. Hier nehmen wir ein bisschen Fleur de Sel. So. So. Und wenn dann alles mal mit dem Stabmixer gut vermixen. Das ist ein bisschen laut, deswegen ohne Ton mit für euch nur mit Musik. Aus der Soße ist jetzt eigentlich mehr ein Dip geworden. Nichtsdestotrotz schmeckt er trotzdem sehr, sehr lecker, dieser Dip. Und zwar werden wir jetzt auch mal verkosten. Also die Knochen habe ich eben schon beim Rausnehmen, habe ich gesehen, lösen sich sehr, sehr gut ab vom Fleisch. Ich werde es mal in die Hand nehmen. Also es lässt sich sehr gut ablösen vom Knochen, das Fleisch. Und jetzt kosten wir mal das Ganze. Guten. Sehr, sehr lecker. Kann man wirklich empfehlen. Ich muss sagen, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Der Rotwein war halt nicht zu kräftig da drin. Es ist ordentlich verkocht. Der Dip passt sehr hervorragend dazu. Und also rundum erfolgreich gelungen. Macht es gerne mal nach. Wenn euch auch diese Folge wieder gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, um auch nichts mehr zu verpassen. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook, denn da seht ihr, was hinter den Kulissen läuft. Und dann heißt es, bis zum nächsten Mal, eure Dutch Offenbar.